Bundletest. Kompakt. Und hier ist Ihr Moderator, Milky 316666. Hallo. Es war letzte Woche wieder Bundlefest bei Fanatical. Ich habe wenig zugeschlagen, der Revenger ein bisschen mehr. Dadurch gibt es sehr viel zu gewinnen. Das meiste tatsächlich vom Revenger. Dann hat ein anderes Bundle zwei Keys oder zwei Spiele einfach nachgelegt, die ich dann auch nochmal verlosen kann. Das heißt, also verlosungstechnisch wird es jetzt echt wirklich, wirklich fett. Und jetzt kommt erstmal das Intro. So, hallo. Gestern war Nachtschicht, heute ist Nachtschicht. Ich bin wie immer so ein bisschen verballert, das heißt, wenn ich ein bisschen bleich oder sonst was aussehe. Ja, ihr wisst warum, dafür scheint die Nase gerade mitzuspielen. Das heißt, trotz Aufnahme fängt sie jetzt nicht an zu jucken oder zu niesen. Jo, es war Bundlefest. Wir fangen aber trotzdem erstmal mit den Sachen an, die ihr jetzt zusätzlich gewinnen könnt, die nicht von diesem Bundle waren. Und zwar ist es einmal Newt One, N-E-W-T geschrieben. Das haben sie dem Easygoing, so hieß es, glaube ich, Bundle hinzugefügt, genauso wie auch We Should Talk. Und ich hätte es nicht sagen sollen. Ich bin sofort wieder da nach dem Niesen. So, da bin ich wieder. Boah, ich glaube fünfmal in Folge. Also, wir fangen einfach mal an mit etwas, bei dem ich zugeschlagen habe. Und zwar ist das die Dollar Collection, die wieder kam. Viele bekannte, aber auch ein bisschen was Neues. Wie gesagt, diese Bundles sind jeweils für einen Euro. Ich glaube, ich mache mich kurz aus. So, also. Wir haben The Uncertain, den Doppelpack, also beide Teile. Das eine habe ich bei Kronk gesehen, das andere habe ich mal angespielt. Die sind beide sehr atmosphärisch, aber auch, naja. So, dann Double Pack, Tesla Force und Skeletal Avenger, genau. Ist, ja. Das sind halt eben auch solche Arena-Dinger. Dann Juicy Jewels Bundle. 1 Euro für Mach das bitte. Dankeschön. Für 10. Für 10 Spiele. Und davon könnt ihr gewinnen. Also die Hashtags sage ich nicht immer dazu, schreibe ich natürlich unten in die Beschreibung. Ihr könnt gewinnen 100 Days Without Delay, Clear It 13, Dig the Ground, Fruit Lockers Reborn 2, Juice Mania, Rory's Restaurant, und Save the Planet. Weil der Revenger hat sich das Bundle geholt, weil ihm ein paar von den Spielen gefehlt haben. Und für einen Euro macht man da einfach nichts falsch. Ein Euro, mehrere Spiele, vor allen Dingen, wenn man zwischendurch ganz gern mal so ein Match 3 Jewels Spiel spielt. Das geht ganz super. So, weiter geht's. Lila Sky Arc und Nihilumbra habe ich mir geholt, weil ich beide Spiele noch nicht hatte. Dann Starpoint Gemini 2 Gold Pack. Gibt es auch als Bundle für 39 Euro. Kostet hier nur 1 Euro. Habe ich mir nicht geholt, weil ich das meiste von schon hatte. Dann Valfaris hatten wir mal angespielt. Slain nicht. Sind zwei Shooter, also 2D-Side-Scroller. Dann Unity of Command Trilogy ist ein reines Kriegstaktikspiel. Hatte ich zwar nicht, brauche ich aber auch nicht. American Fugitive und 12 is Better Than 6 als Double Pack für 1 Euro. Das ist Wahnsinn.
Stealth Bastard 1 und 2 jeweils, dann Revenger und Ixalan. Ixalan? Ja gut. Beides hatte ich schon. Dann Double Pack Town of Light und Apparition. Da ich Apparition noch nicht hatte, habe ich es mir gekauft. Und habe The Town of Light schon gehabt. Also verlose ich auch Town of Light. So. Dann noch ein bisschen was Sachmäßiges. Game Development Pocket Pack, Creative Writing and Art, The Seven Habits. Was ist das eigentlich? Highly Effective Beautiful Habit Tracker Management Mess. Okay, ist so ein bisschen was Selbstcoaching kann man sagen, genau. So. Und Manga Comics. Was ist denn da alles drin? Naja, es sind jetzt was? 12? Bank King, Dominant Seventh, The Merchant King, Shokudama und das war's. 4. Warum ist denn da was von 1 von 12? Egal. Ja, wenn ihr Mangas mögt, das sind also ja 4 Mangas, okay. Und dann eine Sache habe ich mir natürlich nicht gekauft, weil ich die Serie schon lange komplett habe, aber in keiner Sammlung. Moment. In keiner Sammlung darf Hero of the Kingdom fehlen. Das hier sind die ersten drei Spiele. Es gibt dann noch zwei Lost Tales. Auch die gibt es sehr oft sehr günstig. Und ich kenne bis jetzt noch niemanden, der die gespielt hat und sie nicht gut fand. Und für 1 Euro müsst ihr die kaufen. Punkt. Das ist so. Habe ich jetzt gesagt. Ich habe es mir nicht gekauft, weil, naja, ich habe es natürlich schon lange. So. Das war das erste Bundle, das Dollar Collection Bundle. Da hat der Revenger und da habe ich zugeschlagen. Jetzt wird's wild. Das machen wir mal weg. Das Killer Bundle. 24 Spiele und DLCs für 20 Euro. 20 Euro war mir zu teuer, weil ich das meiste schon hatte. Der Revenger hatte 10 von 24 Spielen noch nicht. Und das hat sich dann, weil es ja dann doch bei 2 Euro pro Spiel doch sich gelohnt hat, naja, hat er zugeschlagen. Das heißt aber auch, dass er eine Menge mir geschickt hat zum Verlosen. So, mal schauen. Rain, also wir haben The Ascent, wird nicht verlost. Dead Island Definitive Edition, gerade momentan populär, weil der zweite ja rauskam, wird auch nicht verlost. Muss aufpassen. So, Rain World wird verlost. Eldest Souls wird verlost. Heroes Hour wird nicht verlost. Hatten wir mal angespielt, fand ich ein bisschen enttäuschend. Was ist das da? Lamentum wird nicht verlost. Gedonia wird nicht verlost. Oddworld Soulstorm. Muss ich ganz kurz gucken. Wird nicht verlost. Corpse Factory wird verlost. Dishonored wird verlost. Battlespire und Redguard wird nicht verlost. Biped wird nicht verlost. Röki wird verlost. Dusk 82 wird nicht. Legend of Keepers wird verlost. Banners of Ruin wird verlost. Game of Life nicht. Trolley Problem nicht. Oddworld Stranger's Wrath wird verlost. Abyss Odyssey wird verlost. Abyss Exodus wird verlost. Mumps Odyssey wird verlost. Und New and Tasty wird verlost, aber ohne die DLCs. Fett, oder? Das Bundle selbst, wie gesagt, das meiste hatte ich schon und nur für Biped, Dusk und Gedonia musste ich es nicht haben. Deswegen, also war für mich jetzt nicht interessant, aber dank Revenger, also diese Keys, die ihr hier gewinnen könnt, alle vom Revenger, also nochmal Dankeschön. Nächstes, das nur um es zu erwähnen, weil mit VR habe ich nicht viel.
Quest VR Collection, also alles keine Steam Keys, sondern direkt für die Oculus Quest. Sagen mir alle eigentlich nichts. Ich kenne da auch jeweils nicht. Ich glaube, die gibt es auch alle nur als VR, deswegen, doch Hitchhiker gibt es auch sonst. Das habe ich auch, ja. Gut, dazu sage ich nicht viel. Es sind 24 Spiele. Wer so eine Quest hat, kommt da wohl, oh, 2 für 21,99. Also billig ist es nicht. Trotz allem, ja, es ist schon, ja, wenn man das Geld ausgeben möchte und so ein Ding hat, ist es mit Sicherheit ein gutes Angebot. Ich sage nicht viel dazu. Breakout Bundle. Da habe ich kräftig zugeschlagen. Das ist aber ein Pick and Mix. Das heißt also, klar gibt es da keine Keys doppelt, weil man holt ja nur mit, was man noch nicht hat. So, also. Diese Spiele, ich hatte davon noch gar keins. Und habe mir einfach mal, ich glaube, von den 20 habe ich mir 14. Nee, 13. 13 Stück habe ich mir geholt. Alles Spiele, die noch nie gebundelt wurden. Alle möglichen Variationen. Viel drüber sagen kann ich nicht. Schaut euch auf jeden Fall an. Weil die Preise 1,25 pro Spiel. Also ich habe einmal das 8er und einmal das 5er Bundle. Das heißt also, ja, 13 Spiele habe ich mir geschnappt, die mir am besten gefallen haben. Schaut's euch an, Breakout Bundle. Ich habe das alles natürlich auch nochmal verlinkt. Und wie ich es auch schon mal angekündigt habe, bei Fanatical immer mit meinem Milky 3.6 dahinter. Seht ihr hier jetzt auch. Das heißt also, solltet ihr tatsächlich anhand meines Videos irgendwas dort kaufen, dann habe ich da eine Kleinigkeit von, was ich natürlich auch wieder in Spiele anlege oder irgendwann, wenn es sich lohnt, auch mal in Hardware irgendwas. Wobei jetzt mit der neuen Kamera und dem Mikro bin ich eigentlich ganz gut ausgestattet. Vielleicht noch irgendwas am Sounddesign, aber ansonsten, also das heißt hier kein billiges Soundinterface mehr, sondern vielleicht mal auch was Hochwertigeres. Genau, aber ansonsten bin ich ja eigentlich ganz zufrieden. So, Breakout Bundle durch. Fand ich ein gutes Angebot und vor allen Dingen, wie gesagt, alle neu. Also neu im Sinne von neu gebundelt. Dann, wie gesagt, VR ist nicht mein Ding, aber einfach alles, was Bethesda an VR rausgebracht hat. Hier zusammen für 25 Euro. Also, wenn ihr ein VR-Headset habt, Skyrim VR, Fallout 4 VR, Doom VFR, naja, gut. Und gut, Wolfenstein Cyberpilot, weiß ich nicht, war glaube ich ein bisschen gefloppt, aber ja. Also, die Spiele zusammen für 25 Euro, wenn ihr ein Headset habt, also ein VR-Headset, denke ich mal, ist Pflicht. Ich habe die Sachen alle nicht, weil als Brillenträger und auch sonst kein VR-Typ ist das nichts für mich. Ich habe also noch nie, glaube ich, eine funktionierende VR-Brille aufgehabt und ich fange besser auch nicht mit an. Das wird nämlich sonst vielleicht ein bisschen teuer und vielleicht auch schmerzhaft. So, gut, weiter. Jawohl, nochmal ein Pick und Mix habe ich nicht zugeschlagen. Das sind zwar schöne Spiele, aber ich hatte sie alle schon. Und so günstig, obwohl, also 2 für 6,99 oder 5 für 14,99 ist schon in Ordnung, aber ich glaube, ich habe die wirklich alle, beziehungsweise, ja doch, ich hatte die wirklich alle. Oder ich hatte keine Lust drauf. Ich weiß es nicht. Vielleicht gucke ich mir es nochmal an. Aber auch da, weil es ein Pick and Mix gibt, gibt es sowieso nichts zu gewinnen. Weil, naja, ich suche mir ja nichts aus, was ich schon habe. Und Sachen, die ich noch nicht habe, die kaufe ich und verlose nicht. Klar. So, dann nächstes, auch nichts viel zu sagen. Das machen die ja immer wieder. Zufalls. Bundles. Bin ich kein Freund von, weil ich habe so viele Spiele und die gebundelten sowieso alle. Das sind meistens schon mal gebundelte Spiele auf gut Deutsch. Da ist nichts für mich dabei. Eins für 1,10 Euro. Ja, genau. Nee.
Weiter. Das gleiche nochmal, drei Spiele für 4,29, die garantiert auf dem Steam Deck zu spielen sind. Auch nicht sehr interessant. Ja, und jetzt für mich wirklich enttäuschend war das letzte Bundle im Bundle Fest. Prestige Collection. Wenn ihr Spiele davon noch nicht habt, könnte es in einzelnen Fällen sich lohnen. Aber wenn ich denke, Crime war vor kurzem kostenlos bei Epic oder Prime. Prey, ja gut, habe ich schon ewig, wäre dann vielleicht interessant. Ja, Wasteland 3 war auch schon gebundelt. Skyrim, aber nicht die Anniversary Edition, sondern die Special Edition. Ist auch ein bisschen, naja, klar. Über Cyberia werde ich nichts sagen. Da bin ich gerade dabei, den ersten Teil nochmal zu spielen. Die Hälfte habe ich durch. Die kommt da auch nach dem Cyberia The World Before, kommt das Original 1er Cyberia und es macht höllisch Spaß. Also speziellen Spaß, weil das ist schon seelenmäßig ganz schön hau rein. Also ich finde einfach die Spiele für 8,50 € pro Stück bei so einem Pick and Mix oder 7,75, wenn man vier Stück holt. Dafür ist mir zu wenig dabei, wo ich sagen kann, boah, das brauche ich unbedingt und hab's noch nicht, weil Sympathy of War interessiert mich nicht. Hab ich. Würde mich interessieren, aber nicht zu dem Preis. Interessiert mich nicht. Hab ich. Hab ich. Interessiert mich nicht. Hab ich. Hab ich. Wäre halbwegs interessant, aber nicht must-have. Hab ich. Und das gab es sogar umsonst bei Epic. Und Stronghold ist überhaupt nicht mein Programm. Deswegen das Letzte. Bei den Pick and Mix greife ich ganz gern mal zu, aber zwei Spiele 16,99, wer Humble Bundle gewohnt ist, sagt, nee, auch bei der Auswahl oder gerade bei der Auswahl, nee, lass mal. Ist natürlich Geschmackssache, ganz klar. Ich glaube, ihr habt das nicht alles gesehen, oder? Ging aber trotzdem, ja. Also, ach, ging ja hier noch weiter. Pumpkin Jack habe ich. Mirror Forge hätte ich halbwegs interessant gefunden. Und Tiny Troopers überhaupt nicht. Ja, also für 23,99 hätte ich dann vielleicht Bug Fables, Kiwi und Mirror Forge. Nee, ich wollte halt nicht, ne? Weil das sind dann halt eben 24 €. Dafür kriege ich bei Humble Bundle, wenn das richtige Bundle da ist, nochmal was ganz anderes. Genau. Jo, das war der Überblick. Ihr könnt mengenweise Spiele gewinnen. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Ist das richtig? Ist da Town of Light dabei? Genau, passt. Ich schreibe euch die Hashtags und die Reflinks in die Beschreibung und sag danke fürs Zuschauen. Das war das Bundle Fest dieses Jahr oder dieses Mal. Ich glaube, wir machen da zwei Stück im Jahr. Und ich fand es mittelprächtig, aber gut, das Breakout Bundle, das war dann doch schon sehr, sehr toll. Also da hat sich doch meine Sammlung ein bisschen erweitert. Also, jo. Das war's von mir. Bin jetzt erstmal raus. Mach gleich Nachtschicht. Und ihr macht's auf jeden Fall gut. Und ich sag, Moment, der Knopf. Ciao. -i.